Wieder mal die ganzen Ratten plagen. Okay, also wir wissen, Phoises oder Pheus, Phoises meinte ich, das ist ja auch mitunter der Kollege, der ja mit Disas oder Disa, also die Königin Regentin von dem Land, also von, wie heißt das Land, Vermont, von dem wir eigentlich der rechtmäßige Herrscher sind, dann mit dem Orakel. Das Orakel war ja in Bakbatar. Das Orakel war doch die, war das auch die Kaiserin? Das bin ich mir jetzt gerade mal nicht 100% sicher. War sie das Orakel oder ähnlich anders? Einmal Felsechsenschuppe. Wenn wir schön auf das Bäuchlein kommen, können wir schön Schaden machen. Wenn der Rücken auf mich kommt, dann gibt es mir ziemlich Schaden. Ja, es wäre schön, wenn du nicht von oben runter, von unten nach oben schlagen würdest. Ja, seht ihr, sobald ich den Bauch treffe, ist das sehr schnell, sehr gut da. Oh, Nestor. Seht ihr, Bäuchlein und wupp, weg. Bei manchen Sachen, da klappt es, aber es gibt halt viele Sachen, die ich gemerkt habe, auch schon im ersten Teil. Die Vasallen, die Logik, die ist leider zum Kotzen. Also mit was und wo und wie das gemacht wird, in welcher Reihenfolge, welcher Zauber. Oi. Das. So bei den ganz einfachsten ersten Zaubern, ersten Gegner, da funktioniert es sehr gut. Aber sobald es ein wenig spezifische Gegner werden, wo vielleicht nicht so viele Leute die entsprechend Skillen ausprobieren, dass das möglichst rasch funktioniert und abgearbeitet ist, dass die ein höheres Verständnis haben, die Vasallen, merkt man halt schon, wie unfassbar dumm die manchmal handeln. Und es, mir gibt's halt wirklich ein Gefühl so, okay, es ist dann schwierig mit den Vasallen. Also zum Beispiel beim Drachen, sobald wir so nur noch 4 bis 3 Lebensbalken gehabt haben, ab diesem Zeitpunkt wussten viele Vasallen nicht mehr so richtig, wie und wo angreifen. Wir hatten viele Vasallen, die dann einfach auf den Drachenschwanz gingen. Das ist soweit ja nicht etwas Grundverkehrtes. Was man einfach gemerkt hat, sie
wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten, an die entsprechende Stelle zu kommen, dann ging es so ebenso auf die Endphase zu, wo das nicht mehr so gut funktioniert. So die ersten Phasen, also ein wenig drauf, dann kommt der Kollege mit dem Herz offen, das geht dann auch gut. Und dann so ab der letzten Phase merkt man wieder, okay, hier stockt es. Hier stockt es von dem logischen Ablauf her. Aber dennoch, ich hoffe einfach jetzt auf viel Story, auf viel, dass wir wieder lernen können. Und auf schon Kämpfe, aber ja, einfach auf Kämpfe, die vielleicht einfach auch ein wenig okayer sind, damit man ein wenig durchkommt, weil es... Ja, da die Glimmerstück-Code, da weiß ich, dass ich die noch suchen muss. Liebe Spieler, da musst du mir per se jetzt nicht eine Erinnerung geben. Aber danke, dass du es mir trotzdem gibst, weil... Oder hat jetzt der Kollege... Ja, dann müsste ich noch das Orakel fragen. Aber zuerst jetzt mal hier, da der Vergiftete, der wahrscheinlich tot liegt. My heart beat pounds in my ears. My gut writhes like a nest of snakes. Ja. Ah, mein Herr... falsche Betonung. Ah, mein Herzschlag hämmert in meinen Ohren. Mein Magen windet sich wie ein Schlangennest. Extraordinary. This is the potency of the Chimera's venom. Unglaublich, das ist also die Potenz, die das Gift einer Chimäre hat. I feel more symptoms developing even as I speak. The poison must be entering its final stages. Ich fühle, wie sich selbst in diesem Augenblick weitere Symptome entwickeln. Das Gift erreicht vermutlich seine letzte Phase. Allow me to thank you, ere I lose consciousness. Once again, your assistance has proven invaluable. Erlaubt mir, euch zu danken, bevor ich das Bewusstsein verliere. Eure Hilfe war wieder einmal von unschätzbarem Wert. Thank you for your help, my friend. Few would have deigned to give me the time of day. Danke für eure Hilfe, Freund. Nur wenige hätten sich dazu herabgelassen, mir diese Zeit zu schenken. Was ich jetzt gerade ein wenig von der Formulierung ein wenig verwirrt bin, möchte er sterben? Also ist das ein bewusster Wunsch von ihm? Kann natürlich sein, wir wissen ja nicht, vielleicht hat er ja noch andere Leiden und so. Ich glaube, so etwas in Art und Weise wie Krebs wird hier jetzt nicht per se, ja, man kann jetzt nicht sagen berücksichtigt, aber ja, mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Jetzt, mein Häusle war doch... Und mal rechts war Totengrube, wo... Was ich immer noch nicht fasse, dass sie Hugo wie in die Leichenhalle gebracht haben. Das ist für mich ein absolutes Unverständnis, weil den hätte ich jetzt so gerne mit einem Lazarusstein wieder... belebt. Wo ist mein Bett? Ich meinte da hinten. Jupp. Hab's gefunden. Bis zum Morgen ausruhen. Einmal hinliegen und dann.
Dein Vasall ist von jenseits des Rifts zurückgekehrt. 320, 12. Der Erweckte besaß einen seltenen Gegenstand, doch Fleiß, nicht Selbstfälligkeit, führte zum Erfolg. Wunderbro, dreschende Glut. Okay, alles nehmen, alles ins Lager bitte. Obwohl unsere Feinde mir vertraut waren, war unsere Taktik gänzlich anders. Alles in allem eine sehr lehrreiche Reise. Das freut mich für dich. Warte mal, ich muss kurz was schreiben. Da meine Mutter fragt mich was. Da möchte ich kurz drauf antworten. Weil die hat irgendwie schon dreimal angerufen und fünfmal geschrieben. Weil der lieben Mama, wenn sie nur so eine Nachricht schreibt, dann vergesse ich es. Aber wenn ich dann bemerke, okay, sie schreibt mir immer wieder, dann lese ich und antworte ich. Weil meine Mama ist jetzt halt auch nicht mehr die Allerjüngste und zwischendurch braucht sie halt ja, Hilfe. Und da mache ich jetzt, ja, ich glaube, jeder hat Personen in seinem Leben, die sind einfach wichtiger als andere Sachen. Gut, was war jetzt hier mit dem Auftrag? Welcher wurde jetzt ausgewählt? Nein, das war das. Also es kann einfach, dass ihr das wisst, dass ich jetzt vielleicht wegen der Aufnahme zwischendurch mal mein Mobiltelefon mehr beachte. Dass ich einfach, wenn sie noch irgendwelche Fragen oder sowas hat, dass ich das ihr dann gerade schreiben kann. Weil manchmal ist es... Ihr habt doch sicherlich auch Freunde, Verwandte und Bekannte und vor allem auch Mitarbeiter, Kollegen. Da gibt's einfach so... Die sind zuerst mal in voller Panik, schreiben dich voll und wenn du dann überhaupt mal zum Punkt kommst, an dem sie dir sagen, was jetzt wirklich... Das ist, was die Nerven, denkst du dir so, ja, entweder, wenn es jetzt zum Beispiel eine Sache ist, die sie nicht finden oder nicht verstehen, dann sagst du, ja, das ist doch dort versorgt oder das ist, das hast doch du mir so und so erklärt und dann macht es bei denen, zack, ah ja, stimmt und dann ist wieder die Welt heile. Es ist natürlich Frage, könnt ihr mir... zeigen, wo der Weg hingeht. Jetzt hat sie mir geschrien. Augenblick mal, ich antworte kurz. Gut.
Mal schauen, wie es jetzt dann wieder dauert, bis die nächste Antwort reintrudelt. Ach, meine liebe Mama. Lieb, lieber, am liebsten. Gut, also, wir möchten Kohle klopfen, 15 Stück insgesamt. Bam, bam, bam. Ja. Et voilà. Einmal weg. Einmal abklatsch. Die wollen mit mir nicht abklatschen. Böse was sollen. Hörner. Ja. So, den einfach mal auf den Boden stromeln. Ah, da hat es immer noch welche. Wupp, wupp, oh, wupp. Das Robo. Ihr wisst schon was. Und die einmal. Ich höre irgendwas. Weg mit den Harpien. Genau. Dann den Weg hoch. Na, jetzt hat's wieder geschrieben. Jojo. Wieder mal. Ja. Jetzt, wo ich noch Dutzenden Schriftverkehren natürlich die eigentliche Sache erfahre, weshalb sie jetzt so in heller Aufregung ist. Ist es eigentlich wieder leider nicht wirklich, also für sie natürlich in dem Moment natürlich etwas, was sie natürlich sehr stark gerade beschäftigt. Für mich aber wiederum so, okay, ja, kann's verstehen, weshalb. Da sehe ich ganz viele Hartknolle. Südlandeisen. Da haben wir noch kurz ein wenig über die Felder, damit wir die Hartknollen abernten. Woher kommst jetzt du bitte? Wuppdiwupp. Dann antworte ich mal gerade. Seem of little consequence, but some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such arisen dismissed me after only half a day of service. Each to their own.
Tüppi-tüpp. Und jetzt ab in die Höhle. Ich hoffe, es ist nicht zu unangenehm, wenn ich kurz mit meiner Mama schreibe. Aber ihr geht's halt aktuell nicht ganz so gut und... nicht mit Steinen rumrollen. Das könnte noch Verletzungen geben. Und ja, wenn es ihr nicht gut geht, isst sie gern mal ein wenig... Ja, sie macht ein größeres Fass auf, als es wirklich immer notwendig ist. Aber deshalb mag ich, also das persönlich mag ich jetzt eher weniger, aber es ist halt die Mama und ja, solange ich sie noch habe, möchte ich noch diese Zeit mit ihr genießen. Glimmerkohle. Mhm. Ich höre schon jemanden. Können wir Ctrl B bitte Licht haben? Glimmer, Glimmer, Glimmer. Und 15 Stück bräuchten wir. Und ich sehe schon mal da die ersten Bastarde. Und weg mit denen. Sehr schön. Glühmarkohle. Glühmarkohle ist nicht gleich Glimmerkohle. Kupfererze. Ich hab's schon gesehen. Glimmerkohle. Da muss man schon ziemlich gut Acht geben. Das. Hier vorne würde ich sagen, habe ich jetzt eher mal nichts übersehen. Oh. Glühmkuh. Nein, ich möchte schon gut. Es ist jetzt eher... Glimmerkohle. Aber wir brauchen nicht Glimmerkohle, wir brauchen Glimmerkohle. Wupp. Ja, ich bin da ganz fleißig mit dabei, um zusammentragen, aber das dauert halt ein wenig. Ja, der Blitze, 54. Ja, hier unten die Schleimis. Jetzt zuerst rüber. Glimmerkohle. Glimmerkohle. Was ist denn? Bei dem ist nix. Was haben wir in der Kiste? Boom.
Okay. Jetzt habe ich natürlich noch... Und ich drücke wieder I, wie bekloppt, und frage mich, weshalb ich dann nicht die bitte geben an Zech. Silbererz geben Zech. Golderz geben Zech. Nachterz geben Südlandeisen. Zeck. Kupfergestein geben. Weißkiesel. Wo ist denn da die ganze Glimmerkohle? Ogersporen auch einfach wieder schön. Alter. Magische Medaillen. Ich gebe das einfach ihm zu zeigen. Geflecktes Erz können wir auch ihm geben. Toxidum. Kuriose Mähne. Öliger Schleim geben. Glühmaukohle geben. Geben wir ihm mal. Dann bin ich beim Mittel. Das ist schon mal okay soweit. Da sind wir schon wieder ein gutes Stück. Jetzt möchte ich natürlich noch... warte mal. Hier glimmert's. Da habe ich Glimmerkohle. Die wollen einfach nur gerne sterben, ne? Gut. Glimmerkohle. Einfach mal alles wieder mitnehmen aus der Höhle. Gibt's noch mehr Glimmerkohle? Wir brauchen ja 15 Stück. Habe ich jetzt noch irgendwas übersehen hier gerade? Nicht hier oben auf der Plattform müsste ich noch schauen. Aber wenigstens haben sie sich um die gekümmert. Das passt soweit. Grüner Schleim.